Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal begegnet man Menschen, oft jüngeren Menschen, die die besten Voraussetzungen haben, wie man so sagt, die von ihrem Elternhaus her vielleicht in eine eher wohlhabende Familie hineingeboren sind, wo auch alles halbwegs passt, die gut begabt sind, intelligent sind, viele Talente, viele Gaben haben, aber dann doch irgendwie den Schritt nicht schaffen, diese Gaben, diese guten Voraussetzungen umzusetzen im Leben, irgendwie dann einzusteigen, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen und dort, wo eben das Leben sie hinstellt, dann auch ihre Aufgabe gut zu erfüllen. Und dann gibt es andere Menschen, die haben vielleicht gar nicht so gute Voraussetzungen, sind vielleicht eher aus einem instabilen Elternhaus, haben vielleicht eher gar nicht so reiche Eltern, sind vielleicht gar nicht so intelligent, gar nicht so begabt, aber sie haben einen großen Eifer, eine große Strebsamkeit, sie sagen Ja zum Leben und sie kämpfen sich durch. Und oft gelingt es dann diesen Menschen, besser ihre Aufgabe zu erfüllen, dort, wo das Leben sie hinstellt, als den anderen, die eigentlich die besseren Voraussetzungen hätten. Es ist also so, dass das Ja-Sagen ganz etwas Wichtiges ist im Leben. Ja-Sagen mit dem ganzen Willen, mit dem ganzen Herzen zu einer Sache gehen, eine Sache annehmen und auch eine Sache umsetzen. Egal, was es ist, ob es ein Beruf ist, ob es auch die Familie ist, eine Familie aufzubauen, gut zu führen, manchmal besser vielleicht, wo man das Bestreben hat. Ich möchte es anders machen als meine Eltern. Ich möchte meinen Kindern mehr Liebe schenken vielleicht. Das kann immer eine Motivation sein. Aber jedenfalls der Kern, das Ja ist etwas ganz Wichtiges. Und das können wir von Maria lernen. Maria ist eine Frau, die Ja gesagt hat zum Willen Gottes. Wir hören dann im Evangelium, im Magnificat, wo es eigentlich nicht so ausschaut, als würde Maria sehr viel tun. Sie besingt da den Herrn, der auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut hat, der die Mächtigen vom Thron stürzt, der sie selber erhöht hat, der die Hungernden beschenkt, der sich seines Knechtes Israel annimmt. Es heißt der Herr, der Herr, der Herr in diesem Lobgesang, in diesem Magnificat. Eigentlich tut der Herr alles, auch im Leben Marias, tut Gott alles, was gut ist, alles, was weitergeht. Aber sie muss ja Ja sagen. Das ist die einzige Voraussetzung, Ja zu sagen zu Gott, immer wieder Ja. Und dieses Ja zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Maria. Wir haben gehört, immer wieder im Evangelium von der Empfängnis, wo sie Jesus empfängt, wo der Engel Gabriel zu ihr kommt und Gott durch diesen Engel bittet, ob er durch sie Mensch werden darf, durch dieses arme Mädchen aus Nazareth. Und nach einigem Überlegen, nach einer Rückfrage auch, sagt sie Ja. Und da ist zuerst einmal die Freude. Ich habe Ja gesagt. Ich habe es geschafft, Ja zu sagen zu diesem Engel. Aber dann kommt schon die erste Enttäuschung. Es ist die Volkszählung unter Kaiser Augustus, die heilige Familie Josef, der auch zuerst überlegt hat, ob er sie überhaupt zur Frau nehmen soll, nach dieser Unsicherheit. Aber Josef nimmt sie dann doch zur Frau und geht mit ihr zu dieser Volkszählung. Und dort in der Fremde, in einem Stall, unter ganz schlechten, elenden Bedingungen, muss sie dann ihr Kind zur Welt bringen. Also nach dieser anfänglichen Freude, es geschafft zu haben, Ja zu sagen, kommt gleich so das erste Tief auch, wo es tief hinuntergeht. Dann der Besuch der Sterndeuter. Und es keimt bei Maria wieder Hoffnung auf. Es muss mit diesem Kind doch etwas auf sich haben. Die Botschaft des Engels muss doch stimmen, weil jetzt diese Sterndeuter kommen, die aus einem weiten Land, aus einem fernen Land gekommen sind, um dieses Kind zu verehren, hier in diesem Stall, in diese Niedrigkeit. Also doch etwas Besonderes, doch wieder die Freude. Aber dann, gleich nach dem Besuch der Sterndeuter, die Nachricht, Herodes sucht dieses Kind ist gefährdet, die heilige Familie muss fliehen nach Ägypten. Wieder die große Enttäuschung, wieder die Flucht, wieder eine Instabilität.
Dann, nach einigen Jahren, die Situation wird sicherer, die Familie kehrt nach Nazareth zurück und Jesus tritt auf öffentlich, seine Botschaft wird gehört, das erste Wunder bei der Hochzeit zu Kana, wo Maria auch dasteht und Jesus ermuntert, sozusagen, jetzt schau, dass du deinen Job tust, deine Stunde ist gekommen, wo er sich anfangs auch weigert, aber dann doch aktiv wird. Und bei Maria wieder diese Freude, diese Botschaft des Engels am Anfang war doch wahr. Mit Jesus ist es doch etwas Besonderes, er ist doch der Messias und eine große Begeisterung, die wahrscheinlich auch Maria, seine Mutter, ergriffen hat. Aber dann, nach 3 Jahren, das Kreuz, anscheinend der große Misserfolg, die Autoritäten, die religiösen Autoritäten können mit Jesus nichts anfangen, er ist ihnen zu lästig, zu aufsässig, er wird gekreuzigt. Und Maria steht am Kreuz, voller Ernüchterung, voller Trauer, voller Tränen auch wahrscheinlich. Ein Augenblick, den man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn nicht erlebt hat, den aber immer wieder Mütter auch erleben müssen. Und dann aber nach diesem Kreuz, nach dieser Dunkelheit, die Auferstehung, die Erscheinungen des Auferstandenen. Und für Maria hält sich der Himmel wieder auf. Und man könnte dann noch weitermachen, Pfingsten, wo auch Maria dabei ist im Abendmahlsaal, als der Heilige Geist auf diese Gemeinschaft der ersten Christen herabkommt, wo sie sich dann trauen, hinauszugehen aus den verschlossenen Räumen. Und dann aber wieder die Verfolgung dieser christlichen Gemeinde, die dann bald verfolgt worden ist und wo viele dann flüchten mussten aus Jerusalem, was Maria wahrscheinlich auch noch miterlebt hat und wahrscheinlich selber noch flüchten musste. Also wir sehen, langer Rede, kurzer Sinn, ein großes Auf und Ab im Leben von Maria. Und trotzdem hat sie durchgehalten. Und ich glaube, damit steht sie auch ein bisschen unserem Zeitgeist entgegen. Wenn heute Menschen zueinander Ja sagen, zum Beispiel in der Ehe, oder wenn Menschen in einen Orden eintreten oder Priester werden, dann ist es so, dass moderne Menschen oft ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch haben. Werden sie diese Ehe ein ganzes Leben lang durchhalten? Wird er sie ein ganzes Leben lang im Orden bleiben? Kann man überhaupt ein Versprechen, das man als junger Mensch gibt, ein ganzes Leben durchhalten? Mir ist es persönlich passiert, am Tag vor meiner Profess war ich in Enns, das war der Tag vor der Priesterweihe, war ich in Enns und war in der Kirche, habe noch irgendetwas hergerichtet in der Kirche und dann ist eine Dame hereingekommen, eine Touristin, die sich die Kirche angeschaut hat, weil es da eine sehr schöne Kapelle gibt und irgendwie sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihr erzählt eben, dass ich morgen zum Priester geweiht werde und ihre Reaktion war, oje, oje, sie Armer, sie Armer, kann man so etwas heutzutage noch tun? So ein Versprechen, ein ganzes Leben lang, das geht vielleicht einige Jahre, aber also ich habe großes Erbarmen bei ihr hervorgerufen mit meiner Entscheidung. Paul Ricoeur, ein französischer Philosoph, sagt, es ist das gehaltene Versprechen, das uns im Leben durchträgt. Dort, wo wir ein Versprechen halten, wo wir ein Ja sagen und dieses Ja auch halten, trotz allem Widerstand, trotz aller Probleme, dort bekommen wir Identität. Wenn wir immer wieder neue Projekte machen, immer wieder neue Lebensabschnitte, das ist natürlich auch wichtig. Natürlich verändert man sich im Leben und das gehört heute dazu, auch beruflich und in anderen Situationen. Aber es gibt Dinge, wo man einmal Ja sagt, wo man ein Versprechen macht und dieses Versprechen auch hält gegen allen Widerstand, gegen alle Dinge, die sich dagegen stellen. Und dann ist es so, als würden wir sozusagen unter die Autoreifen unseres Lebens festen Grund bekommen. Dort, wo wir nicht Ja sagen können, wo wir immer wieder uns ändern, unsere Pläne ändern, unser Ja dann doch kein Ja ist und so, da gehen irgendwie die Reifen durch. Es ist oft so, dass wir nicht so richtig weiterkommen, wie im Winter, wenn man im Schnee hängt und die Reifen durchgehen. Aber dort, wo ich ein Ja sage, ein Ja, auch wenn es schwer ist, dort bekommt man Grund, dort geht etwas weiter, auch wenn das oft wirklich nicht leicht ist. Das ist die eine Realität, die ich euch heute mitgeben möchte im Leben Mariens.
Und noch etwas möchte ich kurz sagen und dann höre ich schon wieder auf. Das ist das Zweite. Es gibt das Ideal, das Ja-Sagen, das Maria uns vorgelebt hat, ganz stark vorgelebt hat und das uns heute vor Augen gestellt wird. Und dann gibt es auch diese Situationen im Leben, wo wir ein Ja nicht schaffen, wo wir an einem Ja, das wir gegeben haben, doch zerbrechen. Wir möchten es zwar nicht sehen manchmal, aber die Realität zeigt es, dass Ehen auseinandergehen, dass Leute aus dem Orden aussteigen, austreten, dass verschiedene Ja's, die man im Leben gegeben hat, nicht halten, dass man irgendwie das oft als Scheitern erlebt, oft auch als Verletzung, als Wunde, die man selber erhalten hat, weil man ja nicht immer selber die ganze Schuld trägt, sondern die Schuld oft sehr verteilt ist. Und das gibt es auch. Und ich glaube, dass auch Maria gekämpft hat oft, dass sie innerlich gekämpft hat. Die erste Lesung zeigt uns das vielleicht heute, diese Situation der Drache und die Frau, die schwanger ist, die gebären soll. Sie eine schutzbedürftige Frau und auf der anderen Seite das Böse, das sie von Gott wegziehen will. Und auch wir kennen das in unserem Leben und manchmal scheitern wir in diesem Kampf, in diesem Hin- und Hergerissensein. Und da ist dann das Evangelium, das Christentum, nicht etwas, wo wir dann ein Leben lang mit einem schlechten Gewissen herumlaufen müssen, wo wir Wunden, die sich ansammeln im Leben, ein ganzes Leben lang mitschleppen müssen. Etwas, was uns ein schlechtes Gewissen macht, eine Faust sozusagen, die uns im Genick sitzt. Das ist nicht das Christentum und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ein Heilmittel, gerade für die Schwächsten. Gerade dort, wo wir scheitern, ist es etwas, was uns wieder Mut machen möchte, was uns weiterhelfen möchte, auch dort, wo uns ein Ja nicht gelingt. Ich glaube, das hat auch Maria gebraucht. Vielleicht ist auch bei ihr manchmal ein Ja sehr kleinlaut hervorgekommen. Oder vielleicht ist manches passiert in ihrem Leben, was nicht im Evangelium steht, wo sie auch nicht mehr weiter gewusst hat, wo sie auch an ihre Grenze gestoßen ist. Und da ist das Evangelium, diese Botschaft Jesu, etwas, was uns Mut macht, was uns den Horizont neu aufreißt und was einen Duft in unserem Leben gibt, der uns heilt. Und damit möchte ich aufhören. Ich nehme jetzt noch zwei solcher Kräuter, ein Rosmarin und ein Salbei, zwei Heilkräuter. Rosmarin sagt man eher etwas, das aufhält, auch für depressive Menschen manchmal oder für Stimmungsschwankungen, etwas, das die Stimmung aufhält und Salbei für Halskrankheiten und viele andere Dinge. Von euch werden sich manche besser auskennen da. Aber zwei Kräuter, die duften, die einen ganz besonderen Duft haben. Und das Evangelium ist in unserem Leben und war im Leben von Maria so ein Duft, so ein heilsamer Duft, der da war, wenn es zum Himmel stinkt, wenn unser Leben stinkt förmlich, wenn wir Schuld auf uns laden, wenn andere Menschen Schuld auf uns laden, dort, wo es stinkt, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo es dunkel ist, ist dieses Evangelium, diese Botschaft Jesu ein Duft, ein heilsamer Duft. Und da wünsche ich euch, dass ihr immer wieder diesen Duft Jesu in eurem Leben, diese Erlösung, diese Botschaft, dass Gott uns eine Zukunft gibt, dass Gott uns nie aufgibt, auch wenn wir ihn aufgeben, auch wenn wir untreu werden, dass dieser Gott uns immer nachgehen wird, dass wir diesen Duft mitnehmen, mit nach Hause auch, im Zeichen dieser Kräuter, die vielleicht einige heute mitgebracht haben, dass dieser heilsame Duft Gottes in unserem Leben da bleibt und stärker ist als aller Gestank, den es auch gibt. Amen.